Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir stehen hier auf der Startrampe mit einer riesigen Rakete. Und was da drin ist, seht ihr im Orbit. Deswegen würde ich sagen, wir starten gleich mal mit der Rakete Richtung Orbit. Und zwar in 3, 2, 1, los geht's. Der Start ist mal wieder übertrieben langsam. Ich habe auch gleich ein bisschen viel reingetan. Ja. Im Grunde geht es wieder Richtung Minmus. Das ist ja aktuell unser Hauptziel. Und das bildet ein neues Modul unserer Station. Und zwar ein Modul, was eher dafür ausgelegt ist, uns da oben ein willkommenes Zuhause zu bauen. Würde ich ganz simpel sagen. Und ja, ich habe dafür jetzt lange gebraucht, leider, weil hier oben diese Kapsel lustigerweise buggt. Bedeutet, sobald ich sie versuche zu bauen, sobald ich mein Teil draufsetze, was ich hier einpacken will, fängt mein Spiel an zu laggen wie sonst noch was. Ich weiß nicht wieso. Die Anlage hier hat genug Power eigentlich. Und dann versuch mal irgendwie eine Fairing dran zu setzen, weil bei dem Lag kriegst du es nicht hin. Also ich habe es probiert und es hat nicht funktioniert. Leider. Ja. Was soll man sagen? Aber wie gesagt, der Plan ist ja, Minmus jetzt zu besiedeln im Grunde. Und das werden wir auch langsam machen. Minmus ist ein super Ziel. Wir haben gleich genug Rohstoffe da, da wir anbauen können. Es gibt die riesigen flachen Flächen, wo nichts rutscht von A nach B. Was perfekt ist, um eine Außenstation zu bauen. Warum hat sich das Sound verändert? Okay. Das ist unerwartet. Ihr seht schon, wir haben hier oben drin 4 Triebwerke nochmal. Das ist für die Landing Stage. Ich habe jetzt mir irgendwas überlegen müssen, wie wir landen können. Da muss man kreativ werden, habe ich bemerkt. Sehr, sehr kreativ. Ich hoffe, ich war kreativ genug, sagen wir es so. Das hier unten ist eine ganz normale Easy Stage mit genug Schubmaterial und genügend Zündungen, um weiterzukommen. Genauso hat eigentlich irgendwo jede Stage auch hier seinen kleinen Computer dran, außer die untere Stage. Einfach damit man sie auch jederzeit steuern kann. Energie ist auch dabei, minimal Solarpaneele, aber die sollten hoffentlich reichen. Wir können mal gucken. Yes, aber ihr seht schon hier, wie es heißt. Es ist die Minmus Base Mod plus Rocket. Das ist jetzt, weil ich die Module einzeln baue und drunter dann immer die Rakete setze, weil es einiges einfacher geht einfach. Was? Eine andere Richtung. Okay. Hier ist irgendwie die Steuerung invertiert. Gut zu wissen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass meine Steuerung auf einmal invertiert ist, aber okay. Hör auf, meine Steuerung zu invertieren. Oh no, nicht schon wieder. Not again, not again, nope. Ah, come on. Jetzt, 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 yes. Ist es doch. Oh lol, die Steuerung. Nee, die Steuerung stimmt nicht, oder doch? Hä? Nee, das stimmt nicht, lol. So, steig weiter bitte so schnell wie es geht. Wir müssen wieder zurück auf die 45 Grad. Irgendwie lässt sie sich sehr schlecht steuern, die Rakete gerade. Wow. Okay, ja, das ist ein ungutes Gefühl. So. Halt die Rakete, Junge. Halt die Rakete. Wir haben nicht mehr so viel Treibstoff, wie ich mir erwünscht hätte. Also jetzt auch gerade ein sehr uncooles Manöver. Und ein sehr unerwartetes Manöver dazu. Ich hoffe einfach, dass die obere Stage genug hat, um alles Sonstiges hinzukriegen. Aber jetzt schaut es wieder ganz okay aus, lustigerweise. Vorsichtig. Wir wollen so ein bisschen in die Richtung schmeißen, in die wir eh fliegen. Um halt dementsprechend noch ein bisschen mehr Schub aufzukriegen auch. Und auch Speed. Vielleicht können wir damit dann noch ein bisschen was anfangen.
Komm schon. Ja, 80.000, 90.000 schon mal, perfekt. Hier sinken wir auch. Das taugt mir gut jetzt. Komm schon. Je mehr wir jetzt schon machen, desto besser ist es für uns später. Okay, erste Stage ist gefressen. Warum bin ich am Booster? Hier hat irgendein Staging nicht gleich gepasst. Hier hat irgendein Staging nicht gepasst, warte mal. Oh lol, es hat sich da innen... Oh, fuck. Ja, okay, jetzt könnt ihr hier sehen. Das hier ist die geplante Station. Das ist das geplante Modul. Wie das jetzt passieren konnte, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber wir setzen direkt mal zurück auf Flugzeugbau. Beziehungsweise auf den Start am besten. Flugzeugbau tun wir uns nicht an, das leckt wieder. Aber gut zu wissen, dass ich verkackt habe. Gut zu wissen. Ich habe das Staging wieder verkackt, weil das Staging war eh... Also wie gesagt, ich konnte es nicht in der wirklich machen, als ich in der... im Baumodus war, weil es... Irgendwie hat es das dann... Irgendwie gesagt, hat es leckt und du wusstest nicht mehr, wo oben und unten ist am Ende. Da muss ich jetzt echt mal schauen, ob ich die Procedural Fairings einfach rausschmeiße, weil so schön sie sind, ich komme nicht zurecht damit, ne, es leckt, es macht alles kaputt. Also ich werde die mal in Folge rausschmeißen und schauen, was ich tun kann. Und dann schauen wir das. Oh, ja, es passiert was und wenn es noch schneller ist, dann ist es perfekt. Genau, das ist nicht das Problem, das tun wir nach hier oben. Das stimmt, ja. Ah, das Ding war doch extra hier. Hä? Hier ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. So, ihr kommt mal hier rein. Dann machen wir hier noch ein extra Stage. Eine extra Stage, wo das reinkommt. So, okay. Das sollte jetzt passen. Hochfahren, alles wieder. Let's go again. Ich werde jetzt mal Just for Fun vorspulen. Mich interessiert das. Weil es ja nur der Start. Da würde ja kaum was passieren, oder? Ganz vorsichtig tippen wir jetzt over. Immer nur so ein bisschen. Schauen wir mal, wie gut wir es jetzt hinkriegen. Das könnte rein theoretisch schon die Booster Stage fast übernehmen. Aber wie gesagt, die obere Stage ist eigentlich komplett leer. Die ist jetzt wirklich zum Aufbau nur unterwegs. Jetzt haben wir es unter Kontrolle, glaube ich. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Jetzt kann ich steuern.
wackelt sehr. Sie wackelt. So, okay, wir sind bei 120.000 schon am Periapsis. Die Spur ist wirklich weit vor. Hier vorspulen, so. Der Booster soll jetzt noch seine Arbeit verrichten und nochmal ordentlich Pump geben und dann soll erst die obere Stage dran glauben müssen. So. So. Es gibt nochmal Full Power hier. Zeig nochmal, was die Stage kann hier. Was kann sie denn, die Stage, hm? Was kann diese Stage großartig? Na, gar nicht schlecht. Mal zum Checken. Das ist die. Na endlich. Gut. Und jetzt wird der Antrieb aktiviert. Perfekt. So. Jetzt müssen wir bloß die eine Stage hier mal bitte ein bisschen hochheben. Komm schon. Komm schon, du schaffst es. Es dauert gerade gefühlt 30 Jahre, bis die hochkommt. Diese hoch, komm schon. Alter, schau mal, wie viel Treibstoff da schon verbraucht wird. What? Wie viel passiert? Nix. Okay, jetzt passiert was. Jetzt merkt man, es passiert was. Jetzt fliegen die Zahlen. Es ist halt nicht so viel MS, wie man wahrscheinlich... Ich hoffe mal, die MS reichen. Ich habe jetzt nicht den drüber Booster gebaut. Sondern halt eher so ein Standardteil. So, das sollte reichen. Jetzt das machen wir Jettison Fairing. Jettison Fairing. Das interessiert mich, wo was hier. Okay, das ist das erste, was dann als nächstes passiert. Und als letztes das. Gut. Weil wir sind schon auf dem Weg. Wo ist die Sonne? Man kann das schon mal ein bisschen Strom erzeugen. Ich glaube wirklich viel. Genau, sind jetzt die Treibstofftanks im Weg. Ein bisschen Strom kann es produzieren auf dem Weg. So. Jetzt können wir uns ja schon mal schnell den die Flugbahn anschauen, die wir brauchen, um nach Minmus zu kommen. Als Ziel setzen. Das Manöver hier. Oh, bitte reich, bitte reich, bitte reich. Oh Gott. Nope, das ist zu weit. Perfekt, bin ich happy mit. Wie lange braucht das Manöver? Eine Minute, okay. Hier vorspulen. Soll sich gleich mal ausrichten. Dann können wir nicht bis zur nächsten Folge schon mal hinfliegen, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns
in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.